Wisst ihr, was mich wirklich aufregt? Unser Schul- und Bildungssystem. Warum ist das so? Ich bin Theaterpädagoge, habe ich ja schon mal gesagt, und ich stelle immer wieder fest, dass die Schüler, mit denen ich arbeite, sobald es in einen kreativen Prozess geht, völlig aufgeschmissen sind. Die haben keine Ahnung, was ich von ihnen will. Die fragen wirklich so Fragen wie, darf ich da aufstehen? Muss ich da jetzt da und da hingehen, wenn ich das sage? In welcher Emotion muss ich das denn sagen? Und wenn ich dann sage, ja, was denkst du denn? Dann sind sie überfordert, weil sie denken, ne, ich würde ihnen was Schlechtes tun oder ihnen eine schlechte Note geben, was ich nicht tue, weil ich gebe gar keine Noten. Aber ich würde ihnen was Böses wollen, wenn sie nicht genau das sagen, was ich von ihnen hören will. Und da habe ich mich wirklich gefragt, wo kommt das her? So, warum bringen wir unseren Kindern und Jugendlichen nicht mehr bei, selbstständig zu denken? Da bin ich auf ein paar interessante Sachen gestoßen. Heute, just am heutigen Tag zum Beispiel, habe ich keine repräsentative Umfrage gemacht. Also ich habe nicht 200 Leute gefragt oder so, sondern ich habe irgendwie die Schüler um mich herum gefragt, die ich so gesehen habe. Sag mal, warum bist du hier? Warum bist du hier in der Schule? Und die Antwort von 100% all dieser Schüler war, weil ich muss. Ja, das heißt, es steckt ein Zwang dahinter. Und jetzt weiß die Hirnforschung, dass man nur in einem Umfeld lernen kann, das man als angenehm empfindet, wo man sich wohlfühlt, wo man sich sicher und geborgen und wohlfühlt. Das ist kein Ort, an dem man gezwungen wird. Ja, das ist kein Ort, an dem Halogenscheinwerfer leuchten, die ein kaltes Licht abwerfen und in den Klassenräumen nach Angstschweiß riecht so. Dieser Raum ist nicht gemeint mit dem Raum der freien Lernentfaltung. Ja, also muss in unserem System, also da gibt es, ich werde noch auf ein paar Punkte kommen, aber muss ja schon grundsätzlich was schieflaufen, weil diesen ersten Aspekt kriegen wir schon nicht hin. So, und ich kenne das aus meiner Zeit. Es gibt Fächer, die haben mir gelegen. Da habe ich auch was für getan, die fand ich super. Da habe ich mich mit beschäftigt. Es gab Fächer, die haben mir nicht gelegen. Und da habe ich auch nichts für getan. So, und dann sagt ja das deutsche Schulsystem oder unser System sagt, die Leute müssen dann auch mal in Mathe und in Englisch, das kommt, wo kommen wir denn hin, wenn jeder immer nur macht, wo er Lust zu hat, ist im späteren Leben auch nicht so. Und dann habe ich geguckt, wo kommt sowas her? Und dann habe ich was gefunden. Und zwar kommt unser ganzes Gesellschaftssystem im Augenblick und auch unser Schulsystem natürlich dann auch aus einer Zeit, die von Notzeiten geprägt war. Wir haben jetzt sind glaube ich die erste Generation, die sie ewig lang hier in Deutschland keine Not mehr erlebt hat. Keine Hungersnöte, kein Krieg, gar nichts. Uns geht's einfach gut. Und das ist auch gut so und das soll bitte auch so bleiben. Ich bin der Meinung, es ist super im Frieden zu leben und ich lebe hier sehr gerne. So. Aber in solchen Zeiten, wo Krieg herrscht, wo Not herrscht, da kann man keinen individuellen Geist gebrauchen. Da brauchst du niemanden, der denkt so, oh nee, das sehe ich aber anders oder so. Sondern du brauchst die Menschen als Masse. Und die müssen einer Führung gehorchen, der oder die hoffentlich weiß, was das Beste für die Masse ist. So, das heißt, klare Kommandos und klare Hierarchien. Und genau das ist in unserer Schule und in unserer Arbeit, bei unseren Arbeitgebern immer noch so. Ja, das heißt, da gibt es einen großen Zampano, den Lehrer, der weiß alles und dann kommt der Schüler da drunter und der sitzt da immer und sagt, ja, okay, ja, vielen Dank, dass du mir was beibringst. Und die Hoffnung ist, dass der Schüler dann was lernt. Was da in Wirklichkeit bei rauskommt, ist sogenanntes Bulimie-Lernen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ja, das heißt, der Schüler lernt für ein Fach, für die Klausur. Ja, lernt. 3 Tage vorher, 2 Tage vorher, 1 Tag vorher, je nachdem, wie er das für sich dann, das ist das Einzige, was er sich ja noch irgendwie freiwillig einteilen kann, ist, wann er lernt. Ne? Aber dann macht er das und dann schreibt er sich das tatsächlich von der Seele. Der schreibt das runter und gibt das damit ab. Und wenn er die Klausur abgegeben hat und du fragst ihn 4 Wochen später nach dem Stoff, dann sagt er, keine Ahnung. Ja, das heißt, es gibt offensichtlich einen Unterschied zwischen diesem Lernen und Begreifen. Ja, um etwas zu begreifen, das sagt ja schon das Wort, muss ich es angefasst und untersucht haben. Und dafür braucht man Ruhe und Zeit und die Chance auf Wiederholung und die Chance auf Fehler. So, und all das gibt es in unserem System nicht.
Die kriegen immer mehr Informationen, diese Kinder, in immer kürzerer Zeit, in den Kopf geprügelt. Ja, das Niveau aber sinkt ins Bodenlose, weil es nicht möglich ist, so viel Informationen in die Köpfe zu kriegen, dass am Ende wirklich was hängen bleibt und dass sie verstehen, was ist denn der Zusammenhang zwischen A und B und warum hängen die zusammen. Ja, und es ist ja nicht so, dass es in nur einem Fach so ist, sondern es ist in jedem Fach so. Ja, jedes Fach ist völlig überfrachtet mit allen möglichen Wahnsinn. Ich habe zum Beispiel nie verstehen können, ich bin kein Mathe-Typ. Vielleicht können die Mathe-Typen mir das erklären. Schreibt es bitte in die Kommentare, wenn ihr es versteht. Was ich mit der vollständigen Induktion oder Kurvendiskussion in meinem täglichen Leben brauche. Da gibt es Leute, die sagen, ja, das ist Allgemeinwissen, das muss man einfach wissen. Warum? Warum? Ja? Leute, die Kinder können vielleicht in der 8., 9., 10. Klasse, keine Ahnung, wann das drankommt, eine Kurve diskutieren, aber die kriegen es nicht hin, einen Zins auszurechnen und die kriegen das auch nicht hin, im Dreisatz irgendwas auszurechnen. Schon gar nicht im Kopf. Und es wird, das sagt Harald Lesch, Video kommt auch in die Beschreibung, es werden nur noch Kompetenzen vermittelt. Das heißt, die Leute kriegen nur noch gesagt, wo etwas steht, dann können sie das nachgucken, aber sie begreifen es nicht, weil sie nicht in Ruhe lernen können. Ja, warum wird nicht bis alle verstanden haben, wie es geht, Kopfrechnen gemacht in der Schule. Und wenn das ein halbes Jahr dauert, dauert das ein halbes Jahr. Und das auch ohne Druck, ohne zu sagen, ja, nee, du kannst das nämlich noch nicht, du bist ein Loser. Nein. So, wenn du das noch nicht kannst, hier gibt es Möglichkeiten irgendwie, dass du das für dich machen kannst. Dafür müsste es natürlich individuelleren Unterricht geben. Dafür kannst du keine 22 bis 30 Leute in einen Raum sperren und sagen, so, wir müssen das jetzt alles durchkriegen. Dann langweilen sich natürlich die Ersten, während die Letzten immer noch da sitzen und es nicht verstanden haben. Ja, das ist logisch. Ja, das heißt, da muss sich schon grundsätzlich was ändern. So, nochmal zurück. In meiner Welt, das ist mein Vorschlag, wäre zum Beispiel, würde man sagen, es gibt in jedem Fach gibt's ein Basiswissen. Das muss jeder drauf haben. Zum Beispiel, ja, in Mathe ist es, ich sag mal jetzt Zins und Dreisatz. So, das muss man, weil das braucht man tatsächlich mal. Und Kopfrechnen wäre auch ganz cool. So, und das machen wir. Und das in Ruhe. Und von mir aus auch bis zur 10. Klasse. So ein paar Basics. Und danach kann man sich entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Wenn man schon bei diesem System, was wir jetzt haben, nämlich 30 Leute in einer Klasse und Unterricht bleibt, dann lass uns ein paar Sachen machen, wenigere Dinge, dafür die wir machen, richtig, bis sie jeder verstanden hat. Und zwar wirklich verstanden. Ja? Und wenn wir dafür Methodiken verwenden müssen, wie zum Beispiel ganzheitliches Lernen, immer mal wieder, da gibt es reformpädagogische Modelle noch und nöcher. Ja? Zum Beispiel, du gehst her und sagst, liebe Kinder, wir bauen ein Vogelhaus. So, und was brauchen wir dafür? Und dann sagen die Kinder, weiß ich nicht, was brauchen wir, sag doch mal. Dann wird der eben sein Holz, dann muss man Schrauben und keine Ahnung, haben sie bestimmt beim Papa schon mal gesehen. So, und dann besorgt man das. Wo kriegt man das her? Was gibt es für Holz? Was für Holzarten eignen sich? Da hast du direkt Erdkunde, ne? Wissen. Mal in den Wald gehen, mal nach Holz suchen, mal gucken. Vielleicht, wenn du dabei bist, machst du noch Biologie und guckst, für was für eine Vögel das Sinn macht, weil die im Winter vielleicht hier sind und nicht in den Süden geflogen. Hat man direkt Biologie und Erdkunde direkt mit erledigt. So. Und dann muss man dieses Scheißding nämlich irgendwie zusammenschrauben und da muss man Bretter sägen und keine Ahnung was machen, noch alles, so, um so ein Vögelhäuschen zu bauen. Und dann lernen die Kinder darüber Mathe, weil sie es errechnen müssen. So, dann machen sie Zeichnungen und dann sagst du, okay, dann machen wir hier Winkel und dann haben sie direkt ein praktisches Beispiel und darüber lernen sie. Sie haben dann Spaß dabei und jedes Kind für sich wird Spaß daran haben, weil es einen praktischen Nutzen davon hat. So, und schon werden sie verstehen, aha, das brauche ich dafür und haben 4, 5 Fächer abgedeckt in einem Rutsch. So, und da hat sich keiner für den Arsch aufgerissen, hat sich keiner für ein Bein ausreißen müssen, gar nichts. Das wäre einfach möglich und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich bin jetzt kein großer Reformpädagoge, aber ich bin mir sicher, dass es kluge Leute in diesem Land gibt, die sich darüber Gedanken gemacht haben und vielleicht sollte man auf die ein bisschen besser hören, als auf die Leute, die immer sagen, immer schneller, immer besser, immer härter und G8 und Leute nach 12 Jahren aus der Schule jagen und all so ein Blödsinn. Ja, die sind nach der 13. schon nicht bereit irgendwie im Kopf. Es gibt ein schönes Zitat von einem Hirnforscher, Professor Gerald Hüther, der hat gesagt, man kann Bildung nicht machen. Bildung ist etwas, das sich ereignet und das kann bestenfalls gelingen. Ja, dafür, damit man das akzeptieren kann, müssten aber auch die Lehrer, denen ich übrigens keinen Vorwurf mache, der muss das bedienen, das ist sein Job. So, ne? Und es gibt genug Lehrer, die ich kenne, die mega unzufrieden sind mit dem, was sie da tun müssen. Und es gibt eine Menge Ansätze. Ich habe eins rausgesucht, da gibt es aber viele, viele andere. Eins, was ich rausgesucht habe, ist Dalton. Im Dalton-System geht es darum, dass das wurde von einer Reformpädagogin, die heißt Ellen Parkhurst, entwickelt.
Und da geht es um eigenverantwortliches Lernen. Das heißt, die Schüler setzen sich irgendwie in den, das wird in manchen Gymnasien schon umgesetzt, in, da geht es auf jeden Fall darum, Alsdorf, es war Alsdorf, dass Schüler in einem bestimmten Rahmen eigenverantwortlich arbeiten. Das heißt, sie suchen sich aus, welche Fächer sie unterrichtet haben wollen und mit welchen Fächern sie sich beschäftigen und bei welchem Lehrer. Das heißt, es kann auch sein, dass der Chemielehrer plötzlich Französisch-Hilfestellung geben muss. So. Und es ist nicht so, dass der französische Lehrer, der Chemielehrer Französisch sprechen muss, aber der hat ja zumindest eine bestimmte Art zu denken und kann dem Schüler sagen, guck doch mal, versuch doch mal so, guck doch mal hier und vielleicht kannst du ja dir das herleiten selber. So. Ja, es geht also gar nicht darum, dass es immer Fachlehrer sein müssen, sondern der Lehrer muss halt nur offen sein. Und in der Dalton-Pädagogik und auch in vielen anderen reformpädagogischen Ideen ist der Lehrer nicht mehr der Frontalunterrichter, derjenige, der die Ansagen macht, sondern er ist eher Coach und eher Begleiter des Lernens und nicht mehr, ja, habe ich eben schon gesagt, ich wiederhole mich, merkt ihr schon, hundertfach. Genau, also wir sollten anfangen, darüber nachzudenken, ob es nicht sinnvoller ist, nochmal angenehme Atmosphären zu schaffen, die Dinge, die wir lehren wollen, so zu lehren, dass sie von allen verstanden werden und von allen begriffen werden können und auch so lange zu machen, bis es alle verstanden haben. Ja? Und das bedeutet, dass man den Stoff nicht ausweiten darf, sondern ihn sinnvoll reduzieren und gucken, was ist denn wirklich wichtig. Und dann, danach kann man Raum schaffen. Man soll Lust auf mehr machen. Ja, eigentlich wäre es doch auch toll, wenn die Schule Lust auf mehr macht. Das heißt, der Schüler lernt zum Beispiel in Mathe, keine Ahnung, irgendeine Formel oder irgendeine eine Geschichte und denkt sich dann, boah, das ist aber voll spannend. Oder über dieses Vogelhaus hat er sich gedacht, so, jetzt würde ich aber gerne nicht mal ein Vogelhaus bauen, sondern was anderes. Und dann kommt er auf die Idee, dass er mit der Mathematik, die er da benutzt hat für das Vogelhaus, da nicht viel weiterkommt. Und geht dann zu einem Lehrer, und der Matheunterricht gibt und sagt, ich habe hier das Problem und wie können wir das lösen? Und dann kommt er von da aus, von einem praktischen Beispiel, auf die nächste Geschichte. Dafür muss aber das System freiheitlicher gestaltet werden. Und es ist auch Teil dieser Dalton-Pädagogik, das finde ich auch wichtig, nichts tun ist keine Option. Ja? Das heißt, man kann nicht einfach sagen, ich bleibe zu Hause oder ich kümmere mich heute um gar nichts, lege die Füße hoch, sondern irgendwas muss immer getan werden, das ist schon klar und das ist festgeschrieben. So, aber mit was sich der Schüler beschäftigt, gerade wenn diese Basics, das, ne, meine Meinung, dass man immer, ne, Basics abgearbeitet sind mit allen, mit was er sich beschäftigt, das obliegt dem Schüler selbst. So, jetzt wandern hier noch eine Menge Links unten in die Beschreibung. Und zwar einmal ein wunderschönes Statement von dem Herrn Hüther, dann eins von Herrn Professor Harald Lesch und eins von Richard David Brecht zusammen mit dem Herrn Hüther. Und dann habe ich noch ein paar andere Links. Also ihr werdet das gucken. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt die in die Kommentare. Ich gucke, ob ich die euch beantworten kann. Wenn ihr das gemocht habt, was ich gesagt habe, wenn es euch gefällt, lasst mir einen Daumen hoch da und vielleicht ein Abo gleich da oben. Und danke für eure Aufmerksamkeit. 15 Minuten 18, 19, 20. Ich wünsche euch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.